Während in Europa und den USA Millionen an Krankheiten sterben, weil sie zu viel gegessen haben, sterben jedes Jahr allein 8 Millionen, weil sie nichts oder zu wenig hatten. Dieser Ansicht ist der praktische Arzt und Diplom-Volkswirt Professor Christian Tielscher aus Bonn. In einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA schreibt er: Hunger müsste nicht sein. Die Welt produziert heute bereits mehr als genug Nahrungsmittel für alle. Leider kommen manche Menschen einfach nicht an diese Nahrung heran und daher sterben sie. Tielscher wünscht sich, dass das Thema Hunger in der Öffentlichkeit häufiger diskutiert wird. Jeder Einzelne könne mit seinem Verhalten dazu beitragen, diesen Missstand zu beheben. So würden durch den Kauf von Waren mit dem Gütesiegel Fairtrade oder GEPA auch die Bauern in Entwicklungsländern unterstützt. Wer ab und zu auf Fleisch verzichtet, sorge dafür, dass Pflanzen weniger als Futtermittel verschwendet würden. Um weniger Nahrungsmittel in den Müll zu werfen, solle man nur das einkaufen, was man wirklich verbraucht. Bei der Planung helfe ein einfacher Einkaufszettel. Der christliche Rundfunksender ERF Medien will seine Reichweite weiter steigern. Bis zum Jahr 2019 sollen insgesamt 1,7 Millionen Menschen erreicht werden. Das wären 50% mehr als im Vergleich zum vergangenen Jahr, als 1,1 Millionen die Angebote des ERF nutzten. Dieses Ziel gab der Vorstandsvorsitzende des Werks, Jörg Dechert, in seinem Jahresbericht vor der Mitgliederversammlung in Wetzlar bekannt. Wir wollen eine geistlich prägende Größe für viele Menschen in Deutschland sein, betonte Dechert. ERF Medien wurde 1959 in Wetzlar als Evangeliumsrundfunk gegründet. Das hauptsächlich spendenfinanzierte Medienunternehmen beschäftigt heute 190 Mitarbeiter. Der christliche Glaube kann eine große Stütze in allen Lebenslagen sein, besonders in Fällen der Trauer, aber auch im Kampf für seine Träume. Das sagte die Miss Germany 2016 Lena Bröder auf dem Glauben Leben Festival im Haus Nordhelle in Meiner Tagen bei Köln. Ihr Gottvertrauen hilft ihr besonders im Berufsstress, Halt und Ruhe zu finden. Die angehende Lehrerin unterrichtet katholische Religion an der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck. Sehen Sie einen Kommentar von ihr zur Frage, was der Glaube für sie bedeutet. Für mich ist der christliche Glaube auch in der heutigen Zeit noch sehr attraktiv, denn es ist ein Fundament, auf das man sich stützen kann. Und in der heutigen Zeit und Gesellschaft leben wir ja ständig unter Druck und für mich ist es einfach ein Weg, einfach auch wieder zu mir zurückzufinden. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass man sich davor auch nicht verstecken sollte zu glauben, was sehr, sehr schwierig ist, weil viele Leute sich dafür auch schämen. Das kenne ich auch aus der Schule bei mir, dass die Schüler da nicht zu stehen. Ich finde es sehr schade, aber ich versuche natürlich auch, die Menschen zu ermutigen.